Hallo und herzlich willkommen zu The Ship. Ja, das habe ich gerade ausgekramt aus dem Steam Summer Sale und dachte mir, mal ein bisschen Abwechslung zu GTA 5. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Zeit, dann kann ich mal ein bisschen hier rumprobieren und war ganz überrascht, dass es auch hier einen Singleplayer gibt. Das war ja eher so für Multiplayer bekannt. Und eigentlich sollte hier noch ein bisschen Musik rumklimpern im Hintergrund, aber ich habe jetzt gerade hier auf niedriger gemacht und dann war es einfach aus. Aber das müsste jetzt gleich, wenn wir an Bord jetzt gehen hier, gleich wieder da sein. Und da sind wir nun. Willkommen, meine Damen und Herren. Willkommen alle miteinander. Ich bin Mr. X. Und wenn Sie mir einen Moment Ihre Aufmerksamkeit schenken, erzähle ich Ihnen, was das ganze Theater soll. Es scheint leider, als ob die Northern Star verschollen ist. Und mit ihr alle an Bord. Das ist schrecklich. Das Tragische ist aber, dass wir mehrere tausend Meilen von unserem Kurs abgekommen sind. Es gibt also keine Rettung, keine Hilfe. Es gibt nur Sie und mich und das kleine Spiel, das wir spielen werden. Ein Spiel, das entscheidet, wie Sie dieses Schiff verlassen. Jeweils zwei Passagiere sind ein Paar, Jäger und Gejagter. Spüren Sie Ihr Opfer auf, aber vergessen Sie nicht, dass jemand anders Ihnen auf der Spur ist. Kämpfen oder sterben, töten oder getötet werden. Einen besseren Sport gibt es nicht. Oh, ich höre Heulen und Zähneklappern. Schluss damit. Für alle, die sich vor der Herausforderung drücken wollen, die Haifische haben sicher Verwendung für Sie. Ich sicher nicht. Aber die starken, die mutigen Spieler. Der Champion wird reich belohnt. Die Regeln sind einfach. Sie erhalten den Namen eines anderen Passagiers, den Sie töten sollen. Aber gewähren Sie mir dabei eine kleine Gefälligkeit. Lassen Sie sich etwas einfallen. Erschießen und erstechen ist so langweilig. Es gibt genügend Waffen an Bord. Der Tabelle mit dem Geld für die Tötungen können Sie entnehmen, wie viel jede Waffe wert ist. Zeigen Sie, dass Sie ein Künstler des Killens, ein Michelangelo des Mordens sind. Ich verabschiede mich jetzt von Ihnen, werde mich aber wieder melden, um mich nach Ihren Fortschritten zu erkundigen. Es war ein langer Tag und ich rate Ihnen, sich etwas hinzulegen. Sie müssen fit sein für die Herausforderung. Oh, noch etwas. Bitte versuchen Sie, nicht meine Crew zu töten. Diese Uniformen waren nicht billig. So, da scheint ja wirklich ein sehr mysteriöses Kreuzfahrtschiff zu sein. Ja, aber ich denke, das wird relativ cool. So, meine Zielsetzung wurde aktualisiert, dann lasst uns mal als Gast hier eintauchen. Ich bin Charlie M. Panther, Kabine zweiter Klasse in der Kabine Nummer 5 auf Deck D. Ich würde sagen, wir schauen uns hier mal um. Was gibt's denn hier? Schlaftabletten. Ja, einfach mal mit. Eine Verkleidung nehmen wir auch mit. Wir brauchen jetzt erstmal eine Waffe, aber alles leer hier. Da wird es wohl auch nichts drin geben. Würde ich sagen, geh mal raus. Da schläft jemand. Hallo, wer sind Sie? Korridor der dritten Klasse. Ach, das ist die, okay. Ich brauche schnell eine Waffe. Die ist da gerade schon. Ha. Hat die gerade jemand zugemacht oder waren wir das? Ein Claymore-Shirt, oh yeah.
Schauen wir uns mal kurz an. Auf Nummer 3, dann nehmen wir auf die Nummer 1 und dann, wenn sie da draußen jetzt immer noch ist. Das ist die doch, oder? Korridor der dritten Klasse, Deck D, das ist sie hier. Jemand da am Gucken, Kameras auch nicht. Tut mir leid. Psst, hey Kumpel, hier drüben. Ah, das ist ja pervers. Wo? Hä? Ah, hier. Erstmal zumachen hier, Kollege. Den hast du gut beiseite geschafft. Saubere Arbeit. Ich will dir was verraten, Kumpel. Für diese Kreuzfahrt gibt's keine Rückfahrkarte, wenn du verstehst, was ich meine. Mr. X mag keine halben Sachen. Am Ende des Spiels sind alle tot. Ich kann dich hier rausholen, aber es wird dich was kosten. 100 Riesen und diese Höllenfahrt hat ein Ende. 100 Riesen? Zuerst müssen wir dir deinen Verfolger vom Hals schaffen. Ich weiß, wer hinter dir her ist. Ein Frauenzimmer. Sieht aus, als könne sie kein Wässerchen trüben, aber für ein paar Cents würde sie dich kalt machen. Also, hier ist der Plan. Du suchst dir einen Gimbel, einen Prügelknaben. Gib ihm ein paar Schlaftabletten und schaff ihn an einen ruhigen Ort. Dann gibst du mir Bescheid und ich sag ihr, du wärst es. Sie zieht dem Trottel eins über und du bist fein raus. So, such einen Betäuber, deinen Doppelgänger, sprich mit dem Hotelpagen. Aber ich wollte jetzt erstmal schauen im Maschinenraum, dass wir das, die Lautstärke noch ein bisschen hochkriegen. Und der merkt jetzt nicht, dass ich Kopfhörer habe irgendwie. Will er sich irgendwie nicht merken. So, suche im Schiffslazarett. Und die liegt jetzt hier so rum. Im Schiffslazarett. Okay. Schauen wir uns doch mal an, wo liegt denn das Schiffslazarett? Da bin ich. Dann gehe ich einfach mal so nach links geradeaus. Das heißt, ich renne hier gerade mal raus. Wow, hier sind wir draußen. Ja, das ist natürlich eine See hier. Da hat auch schon jemand gut was abgelassen. Ups, Frauenzimmer, nicht wahr? Ups. So, jetzt wird ja auch rechts mal das Auge auf Rot geschaltet, weil hier sind Überwachungskameras. Man weiß nur nicht genau wo. Naja. So, wo bin ich denn gerade nochmal? Ja, genau, einfach gerade außen dann links. Schiffslazarett. Muss ich hier geradeaus rein? So, jetzt müsste ich ja hier sein. Genau, jetzt muss ich nach da links. Bin ich hier richtig? Ist das genau der Raum oder einer? Doch, das ist ja gut. Spritze, Spritze. Was haben wir hier? Sehr schön, betäube deinen Doppelgänger. Dein Doppelgänger, Museum Deck D. Ey, den haben wir doch vorhin schon gesehen. Das war doch der Herr, der uns da begegnet ist. Können wir auch reden? Ja, das sind Gespräche, die muss man mal geführt haben hier. So, Kollege, hier bist du. Dann legen wir uns das wieder auf die 1. Zack.
Spritze gegeben. Oje. Da haben wir ihn. Hm? Mission nicht geschafft. Warum das denn jetzt? Natürlich habe ich die geschafft. Habt ihr nicht gerade. Ich hab den doch. Da stand doch. Betäube deinen Doppelgänger. Und das habe ich doch gemacht. Generell da nochmal geschwind hin. Ich hab den doch betäubt, ich meine. Betäube ihn. Habe ich ihn vielleicht getötet damit? Vielleicht nur kurz drauf. Also nicht. Ich weiß auch nicht. Vielleicht war das eine falsche Spritze. Ich habe ja hier eine auch rausgenommen. Sind es vielleicht zwei verschiedene? Ja, ich hatte, glaube ich, die grüne dem gespritzt. Ich glaube, die grüne. Die grüne hatte ich dem, glaube ich, gespritzt. Und das war, glaube ich, irgendwas. Nichts Gutes. Komm, wir laufen jetzt mal an einen Ort, wo die Kamera uns nicht sieht, Kollege. Ach nein, das gibt's doch nicht. Ja, also so kann das hier natürlich auch laufen, dass man dann eben bei seiner Aufgabe erwischt wird und dann sozusagen eingeknastet wird. So, in dem Fall wir jetzt mal wieder. Können wir uns jetzt lange mal hier Hände waschen. Und auf Toilette auch gehen. Schlafen wäre auch nicht schlecht. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal diese ganzen Tätigkeiten weg, weil da... Ich weiß nicht was... N? Genau, N. Hier sieht man die ganzen Tätigkeiten. Also lesen, können wir machen. Dann haben wir diese... Das Verlangen auch mal... Nö, können wir nicht. So ähnlich wie Sims sozusagen, dass man dann halt das Ganze machen muss, damit man da überlebt und nicht direkt stirbt. Die andere Zelle, jetzt die Frage, wo es rausgeht. Ah, okay, jetzt sind wir raus. Okay. Und das Ganze gibt es ja auch als Multiplayer. Dadurch wurde das ja auch relativ bekannter. Okay. Ah, da kann man einzahlen. Und ja klar, also wenn ihr da mal Bock habt drauf und das Spiel habt, dann schreibt doch bitte rein, dann können wir mal da richtig so eine coole Runde spielen. So, jetzt habe ich das Schlafmittel. Schlafmittel habe ich nicht mehr. Brauche ich wieder die Spritze. Das läuft natürlich jetzt ein bisschen, nicht so gut geplant. Aber mein Gott, wenn man halt dem dann beim ersten Mal die falsche Spritze setzt, dann ist natürlich klar, dass der da das Ganze nicht überleben kann. So, jetzt haben wir sie. Probieren wir es aber nochmal. Kollege, wo bist du? Du läufst jetzt weiter. Und läuft weiter. Sprich mit dem Hotelpagen. Yay, Leute, wir haben es geschafft. Geil. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Müsste das eigentlich unser Zimmer wieder sein, oder? Nicht, dass ich jetzt hier irgendwo wieder falsch lang laufe. War das hier rechts? Jawohl, da ist er.
Gute Arbeit. Jetzt musst du mir das Geld beschaffen, und zwar schnell. Sollte für einen harten Kerl wie dich ein Klacks sein. Auf diesem Kahn sind eine Menge feine Pinkel, reiche Schnösel mit dicken Brieftaschen. Es gibt sogar eine Bank an Bord, damit ihnen das Moos nicht ausgeht. Hier sind die Namen von ein paar Leuten, die einen Schläger suchen. Sag ihnen, Jimmy hat dich geschickt. Das bin ich. Jimmy. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Viel Glück, Kumpel. Na, ich weiß ja nicht, ob wir dem jetzt vertrauen können, wenn der jetzt hier sich jeden bekannt macht. Und eben sagt, er will ihm helfen, dann kann natürlich sein, dass er alle nur verarscht, nur den Geld abzwacken will, ne? Also, Wir schauen, wo wir hin müssen. Sprich mit dem Barmann. Der Barmann, der ist hier links um die Ecke gewesen, irgendwo wahrscheinlich. So sah das jedenfalls auf der Karte aus. What the fuck? Die Bar Vesuvio, wo ist denn die? Ach, ich bin Deck D. Ich muss nach oben. Wo geht's denn hier noch? Deck C, Foyer, hier drüben direkt die Treppe. Abstellkammer. Ah. Ich darf da nicht rein, weil es nur für... Ah. So, jetzt bin ich Deck B, Leute. Jetzt bin ich da. Okay. Präsidialer Korridor bin ich. Ich bin irgendwie... falsch unterwegs hier. Obwohl, hier könnte man gut kurz einbrechen. Jawohl, und sich mal hier so ein Kurzschwert mitnehmen. Und was zu trinken sowieso. So, jetzt schauen wir uns mal an, wo wir hin müssen. Dann wäre ich schon mal die Richtung richtig gut. Und Essen, Trinken. Mach ich mal direkt. Yum, yum, yum. Nicht, dass wir uns hier nachher verhungern. Aber das reicht, sonst muss ich nachher schnell pinkeln. Ja, das steigt auch schon, man sieht's. Schnell wieder rein, das ist zu viel Krach. Und das sieht doch nach einer Bar aus hier. Ja, direkt eins weiter. Da ist der Barmann. Bruno der Barmann, hallo. Bonjour, mon ami. Du siehst aus wie jemand, der gern leichtes Geld verdient. Ich habe einen cleveren Plan. Wenn ich einen Gast an der Bar habe, der mit Geld um sich schmeißt, gebe ich dir ein Zeichen. Du folgst ihm an einen ruhigen Ort und dann, ruckzuck, ich stelle keine Fragen, klaust du ihm die Brieftasche. Hälfte ist für dich, andere Hälfte ist für Bruno. Aber versuch nicht, Bruno übers Ohr zu hauen. Oh no, sonst lass ich dich ins Kitchen werfen. Jetzt setz dich ans Ende der Bar und warte auf mein Signal. Das machen wir direkt und dann sehen wir uns auch schon in der nächsten Folge wieder. Und wie gesagt, ich hau da jetzt einfach mal zwei Folgen raus und wenn es euch gefällt, dann sagt einfach Bescheid und dann mache ich damit weiter. Bis gleich.